Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel. Die erste Fragezeichen ist: Was denkt er? Die zweite Fragezeichen ist: Wie fühlt er sie sich? Und die dritte Fragezeichen ist: Wie bringt es ihm Tat? Wie zeigt er das nach außen? Was sagt er dazu oder was sind seine Taten? Und das am 12. November 2018. Die erste Frage war: Was denkt er? Und das zeigt dieses Bild an. Dieser Rad symbolisiert die Schicksalsrad. Er weiß ganz genau, es muss etwas in Bewegung setzen. Wenn er Angst hat, so wie diese Maus das symbolisiert, natürlich geht nichts voran. Das Problem ist weniger die Angst, sondern die Orientierung. Warum kann er sich nicht orientieren? Weil sein Auge ist gebunden. Er weiß nicht, in welche Richtung soll er sich bewegen. Was sagt sein Gefühl dazu? Er schaut im Himmel und untersucht etwas. Also er muss etwas noch untersuchen, bevor er klare Entscheidungen trifft in sein Leben, damit die Schicksal in eine andere Richtung geht. Und wie vermittelt er? Er ist gerade im Rückzug. Entweder sagt er, ich brauche Zeit. Oder er sagt gar nichts und ist er gerade im Rückzug. Mach nichts, er kommt wieder. Wichtig ist bei ihm gerade die Orientierung. Und das war diese drei Fragezeichen Orakel, was ich täglich veröffentliche, weil jeden Tag ändert sich die Stimmung, unseren Gedanken, auch unseren Taten. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung und wir übergehen jetzt auf diese Infovideo. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu
ein Runensymbol auf diesem Stein, passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.